greater, any enemy greater than me. And if ever a traitor to myself I be. I'm pushing the limits, I'm testing my luck. And just like a letter, I will self-destruct. Boxen ist halt ein großer Teil. Boxen sind ein großer Teil des Krav Maga an sich. Und es bringt im Grunde nichts den Leuten, wenn sie 20.000 von mir aus Griffe im Kopf haben, aber nicht mal merken, wie es ist auf der Straße, wenn sie mal einen Kopf scheppern. Ja? Dann ist jemand vielleicht 20 Jahre im Büro, der hat noch nie eine Reiberei gehabt, so steht auf der Straße, denkt, er kann zig von Techniken, sondern scheppert einmal im Kopf, wo man im ersten Moment nicht weiß, wo es oben, unten, rechts, links und so weiter. Und so lernt man auch dieses Gefühl so ein bisschen kennen. Man hat nicht mehr so viel Angst vor diesem Gefühl. Man weiß, es scheppert, okay, aber es geht weiter. Solange ich nicht K.O. bin, ist alles gut. Solange kann ich immer noch arbeiten. Und das ist halt, im Krav Maga ist Boxen halt ein großer Bestandteil. Ich muss wissen, wie ich schlage. Ich muss mal auch mal, ich sehe meine Faust auf mich zukommen. Ich trainiere mein Auge, dass wenn wirklich mal eine Faust auf mich zukommt, dass ich vielleicht mal einen Schritt nach hinten mache und solche Sachen. Die meine eigene Explosivität, dass ich sehe, oh, da ist eine Lücke, boom, rein. So was trainiert man halt alles. Ne? Auge, Koordination, Kondition, ist halt alles Bestandteil des Kopfmarkts.